So, meine Leute, willkommen zu Let's Play Together Tekken Classic Folge 2. Dennis. Ja. Hi. Hi. ich brauche mal ganz kurz meinen rechten Monitor. Ich hab den gerade ausgemacht, weil ich ihn nicht brauche, weil da nur meine Musik läuft, aber ich muss die Musik anpassen. Tja, ich brauche meinen rechten Monitor immer, das habe ich ein Bild drauf. Meinen linken brauche ich nie. Ach so, passt das eigentlich. Gut, dann das hier wieder im Vollbild und den aus. Tja, wenn ich auf einen Monitor klicke, dann mein Frames mal aufhören zu müssen aufzunehmen jetzt halt. Ja, ich. Ne? Musik und so. Wenn ich also irgendwas wissen will, dann frage ich mein Handy Google. Ich habe immer noch vergessen, den Mikrofon-Mute-Knopf einzubauen. Ja, dann hast du halt das Pech gehabt. Achso, übrigens, ich weiß mittlerweile, woran das liegt, das ist wegen dem Skin, ne? Was denn? Warum denn? Das liegt über die Verbindung. Weil das von deinem Server ausgeht und die Übertragungsrate von deinem PC nicht so geil, also von deinem Internet nicht so geil ist. Und somit über den Server nicht die Verbindung zu den Skin-Servern verbunden werden kann für mich. Okay. Deswegen. Und der Escape läuft über meinen PC. Also es wird über meinen PC gesteuert und nicht über eine Internetseite. Okay. Deswegen. Macht nicht ganz Sinn. Wahrscheinlich ist einfach nur die Version zu alt, um mit den Skin-Servern zu kontaktieren. Ja, oder das. Ich sehe einen Tintenfisch. Eigentlich soll ich eine schwarze Lederrüstung machen für Mark. Oh, Mark ist nicht da. Richtig schwul aussieht, weißt du? Nee, ich finde die Schwarze eigentlich ganz cool. Ja, eine schwarze Ledersack sieht cool aus, aber du weißt doch, wie ich es meine, oder? Nein. Schade. Klar. Schon mal South Park gesehen? Ja. Mr. Slave? Ja, ich weiß. Nach dem Style. Gott, verpiss dich. Ja, und das hat für Mark einfach nur zu der Spule aussieht. Alter. Oh Gott. Das Screenshot. Hier fallen gerade 6 Zombies oder sowas auf einer Ecke. Okay. Oh. Reinschlagen. Jetzt der andere Monitor zu hell. Verstehen wir den ein. Okay, der steht jetzt auf sRGB, Landschaft, Standard. Standardmodus ist schon dunkel. Options. Video Settings. Moody haben wir es auch schon. Nicht mal hell. Und wir spielen auf Englisch. Das wird lustig, weil ich werde ein paar Sachen die Übersetzung nicht wissen, weil ich immer auf Deutsch gespielt habe. Hilfe, und Hilfe. Sachen schon. Sieht so dunkel aus. Was denn? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Cave Spider Spawner. Okay. Ja, es war so klar. Es war so klar, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Warum gehst du einmal in so Minenschächte rein? Die taugen eh nix. Ich habe bis jetzt 2 Kisten gefunden, also sei ruhig. Wenn du Kisten findest, sind da immer Spawner. Nein, müssen nicht. Bei mir schon. So, also ich habe jetzt ein halbes Herz und sitze hier unten ohne Essen. Lukas! Finde ich gut. Ich weiß nicht, aber wo du bist, also ist es schwierig. Ich weiß. Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Eben hatte ich ihn noch gesehen. Warte, warte. Siehst du wieder? Nö. Und jetzt? Nein, ich bin ungefähr auf der Höhe von unserem Haus nach rechts und dann ein bisschen weiter oben. Bin bei 95, 177, aber auf Höhe 17. Hast du irgendwas Geiles dabei? Ja, ungefähr so ein Stack Eisen, ein Stack Kupfer, halb Stack Tin, 13 Silber. Ja. Und 3 Diamanten. Okay. Pass auf. Es könnte was. Okay, warte eine Sekunde. Ich weiß nicht, was jetzt passieren. Ich weiß nicht, ob. Warte. Na, bin wieder voll regeneriert, hab jetzt rohes Essen gefuttert. Hatschi! So. Dass du mir einfach nicht zuhörst. Ja, ich weiß, das ist voll regeneriert, aber. Trotzdem, gib mir was ja, Eisen. Und ich stand gerade genau vor der Kiste. Ja, aber wir können die Scheiße mal einschmelzen, dann kann man Rüstung draus machen, damit du nicht nochmal so schnell verreckst. Egal, ich geh jetzt wieder runter. Gib mir das Kackeisen! Wo ging's runter? Hier hinten ging's runter. Gib mir das scheiß Eisen sofort! Du Schwuchtel, ey, wenn du drauf gehst, ich schlag dich.
Ich kill dich nochmal. Ich bin doch nicht gestorben. Du bist jetzt als einziger gestorben. Wow. Du hast dich auch nicht mit der Million Monster gleichzeitig geprügelt auf dem Rückweg. Da bist du. Zieh dich. Gib mir scheiß Eisen, los. Okay, warte. Ich schmeiß es dir hoch. Gut. Kann ich jetzt einschmeißen. Einschmelzen. Gehen und Rüstung was basteln. Pass auf, jetzt geh ich drauf. Also jetzt komm. Dann bring ich mich nochmal um. Das ist sehr effektiv. Dann leftest du. Super, sehr. Machst du Rage Quit, rennst du hoch, drückst auf den Notausschalter fürs Netzwerk. Notausschalter? Ja, das fährst du Netzwerk runter und alles. Ach, Internet du, und ach, so. Also du meinst, schmeißt den Server aus dem Fenster. Oder das. Vor allem aus deinem Kellerfenster. Hm, will ich sehen. Da knallt, da mache ich den scheiß Lichtschacht nur mit kaputt. Ja, deswegen, ja. Lichtschacht vor allen Dingen. Ja, so heißt so ein Ding. Lüftschacht, aber egal. Das ist kein Lüftschacht, das heißt, das Ding heißt Lichtschacht. Weil es eigentlich hauptsächlich dafür da ist, Licht reinzubringen, Creeper. Krabber, aber wir benutzen das immer, um Lüft, um Kälte reinzubringen, weil es so geil ist. Weil, nein, nicht weil es so geil ist, sondern weil es so heiß ist hier unten dann aufladen. Vor allem mit meinem Laptop. Du hast mal einen Laptop. Ja. Dein PC ist echt viel wärmer geworden. Wenn jetzt die anderen auch noch alle vollwertige PCs hätten, uiuiui, dann könnte man ja aber ein Feuer machen. Könnte man ein Lagerfeuer da unten machen. Dann können wir die Pizza im Raum backen. Stellen wir die einfach auf die PCs. Ja, wir haben auch so eine Arbeit, wir haben so eine Kehrmaschine, die müssen wir immer aufladen, ne? Aufladen? Ja, ist ein scheiß Elektromotor und so. Elektro. Ja, die ist scheiße. Die ist übel langsam. Da haben wir die vorhin aufgeladen. Lars packt an den auf die Ladestation. Und sagt so, hat einer ein paar Eier dabei, ich will Spiegelei. Das Ding war so warm, wir haben einfach mal einen Messstab drauf gehalten. Einen Temperaturstab. Ja gut, weiß nicht, ob 73 oder so. 73 Grad normal ist. Das ist normal. Du glaubst gar nicht, an manchen Sachen, die ich auflade, kannst du die Pfoten verbrennen, weil ich sie einfach viel stärker auflade, als man sie aufladen soll. Zum Beispiel mein Empfängerakku von der vom Benziner hier. Das Teil sollst du laden mit 240 Milliampere. 2400 Milliampere Stunden. Dann lädst du es, glaube ich, über 10 Stunden oder so auf. Ich habe 16 Stunden lädst du es oder so laut Hersteller. Ich habe ein noch schwächeres. Ich lade 32 Stunden auf. Hab ich immer gesagt, fuck off, ich lade das jetzt mit 2,4 Ampere auf. Ich habe es in die Gefriertruhe gelegt, damit es halbwegs gekühlt wird. Also den Akku erstmal ans Ladegerät, nach dem Ladegerät gleich in die Gefriertruhe. Okay, einfach über wie lange? Wie lange backst du das dann so ungefähr in der Gefriertruhe? Keine Ahnung, 20 Minuten, so lange, bis es sich nicht mehr knall heiß anfühlt, sondern nur noch warm. Okay. Gut, das merke ich mir. Warum springt ich eigentlich? Er haut durch die Gegend, das verbraucht nur Futter. Ich sehe einen Creeper, ich will ihn schlagen. Ja, ich weiß warum. Weil ich Eisen brauche, weil ich dir gerade alles Eisen gegeben habe. Und ich jetzt hier unten nichts mehr habe und keine Picke mehr habe. Das ist schwierig. Ich glaube, du musst trotzdem irgendwie zurückkommen oder so. Warte mal ganz kurz. Ich baue ganz kurz was ab. Mit der Hand. Huste bitte nochmal. Hachi! Ja, nies bitte nochmal. Warum? Du weißt warum. Okay, warte. Nein. Nicht tun. Ach scheiße, kann man gar nicht abbauen damit. Ich habe Saphire gefunden, aber ich habe kein Eisen. Nies bitte nochmal. Sicher, dass du zu mir kommen willst? Wo bist du? Gerade vorm Bett. Ja, ist mir egal. Okay, das ist doch. Okay, aber ich muss gerade nicht diesen, ja? Okay, dann bleibe ich heute unten. Eingesperrt. Und vor der Tür stehen übrigens drei Creeper. Also, Alter, ich bin auch nicht der Weltmeister im Tippen, ja? Vor allem im Dunkeln auf einer weißen Tastatur. Hm. Ich frage mich einfach mal haufenweise Tastaturen, alles kabellos, Hauptsache, und von Logitech. Oh, warum geht das denn nicht? Fick dich, du! Ist sitze ich gleich richtig? Moment noch.
Wir sind bei 10 Minuten, gut. Vor allem, Lukas, ich find's übrigens geil, wie du immer alles verwechselst. Verwechselst? Du hast gerade gesagt, vor der weißen Tastatur. Ja. Ja. Ja, ich hab eine weiße Tastatur. Mhm. Die steckt im Server. Ja, guck. Ja, und guck, wenn du mal in den Chat guckst. Ich hab nichts eingetippt in meinem Chat. Ach so, ja, gut. Kann man mal machen. LOL! What the fuck? Was war? Ich hab zwei scheiß Lives, Digga. Alter, hier ist die Treppe. Ja, ich bin auch eben runtergefallen. Ich hab noch anderthalb Leben und dort waren zwei Spinnen. Ich fliege, BÄM! Das war unabsichtlich. Alter, ah, BÄM! Knie gebrochen. Essensmangel. Okay, wir haben ein ganz kleines bisschen Eisen. Also, wir bauen jetzt mal eine Rüstung, ne? Alter Mann. Alter Mann, komm her, ich hab was für dich. Ich fighte mit einem Zombie mit einem Pfeil. Guck mir zu. Ich guck zu. Kampf gewonnen. Ich habe einen Brustpanzer. Willst du's haben? Willst du? Ja, willst du? Ja, komm her. Ich hab gewonnen. Okay, mein Brustpanzer. Easy. Ich hab willst. Jetzt haben wir einen Helm. Und das Wichtigste, eine Hose. Aber kann ich nicht nackt rumlaufen, ne? Hier ist es irgendwie voll. Wirklich? Ja. Okay. Wir brauchen Uran! Ach, das ist schon abgebaut, das eine. Ey! Ja, Seeds braucht man nicht so viel. Seeds kann man überall abbauen, das nicht unbedingt. Lass mich raten, du hast auch keine Beine Truhe zu bauen, oder? Nö, nee, nicht unbedingt. Achso, ist ein Ofen. Nö, nee, ich bin gerade an der Werkbank, aber ist egal. Okay. So, meine Rüstung reicht mir. Ich hab mir die ne, mir fehlt noch die Hose, dann habe ich die höchsten Rüstungswert auf jeden Fall schon mal für drei Teile. Schuhe für. Helm hast du keinen, geht auch noch locker. Ja, wie viel brauchen wir denn noch? 7, 11, 16 Eisen. Wie viel haben wir noch? Warum 16? Hose sind 7 und Helm sind 5. 12. Achso, du hast schon Schuhe. Ja. Ich dachte, dir fehlen noch Schuhe, weil du gesagt hast, Schuhe noch. Das meinte ich eigentlich für dich, aber ich habe nicht ganz. Nee, ich hatte noch, hab schon Schuhe. Hab ich gesehen. Okay, mal gucken. Trisch. Oh. Scheiße, ich kenne das Ding nur auf Deutsch. Hm? Ich kenne den Namen davon nur auf Deutsch. Ich weiß, wie es aussieht. Ich kann es finden. Es sieht aus wie ein Trichter. Könnte vielleicht noch dran liegen, dass es Trichter ist. Ah, ein Trichter. Es sieht aus wie ein Trichter. Die sind ja immer auf Englisch, ob du willst oder nicht. Hoppa. Das denkt man sich, aber in dieser Version gab es noch keinen Trichter Original. Der Modder hat sie anders genannt. Und zwar wie? Das ist ja die Frage. Gucke den Items-Absatz. Mache ich jetzt auch. Blocks, Red Power, nein, Items, Blocks, Vanilla, Sensors, Red Power, Items, Armor, Food, Potions, Weapons. Okay, da kommt jetzt Red Power durch. Floppy Disk, Chipsätze, Buildcraft, Pipes. Redstone-Zeug, Grail-Zeug. Hier gibt's doch wohl den Kack-Trichter. Industrial Diamond. Oh man, ich wüsste so gerne, wenn man das Ding macht. Ja. Aber es ist sehr kompliziert.
Ja, ich weiß, es dauert ewig. Du brauchst sehr viel von dem, was du als Codeportier benutzt. Oh, ich hätte am liebsten. Irgendwie sollte man auch einen Mod suchen können. Ich will mal was testen. Nein, geht nicht. Stern. B. U. Nee, geht nicht. Raute. Nein. Es läuft nicht. Ich würde nicht sagen, hier so, ich will nach diesem Mod. Ich will aus diesem Modpack. Normalerweise in der späteren Version geht's mit Add und einem Modpack dahinter. Also den Namen von Modpack. Tacket Classic ist so geil. Marco wollte unbedingt neueres Tacket haben. Dafür, da gibt's kein Energy Condenser mehr. Okay. Hier ist Buildcraft. Das Ding ins Moments und das und das und das. Alter! Ich weiß, was wir bauen müssen. Eine Kettensäge. Und dann haben wir eine. Dann bauen wir eine Fabrik für Kettensägen. Juhu. Und dann schreibt man ein riesig großes Schild Chainsaw Factory. Okay. Einfach nur, weil es geil ist. Ich baue das, was die Kettensägen baut. Das wird eine lange Arbeit. Und Mark wird der einzige Mitarbeiter, der für immer da arbeiten muss. Als Sklave. Entweder wird gearbeitet. Oder wir testen die Kettensägen an ihm. Okay, mal gucken, wie läuft's. Oh, kein Essen mehr drin, jetzt kann man Gold reinballern. Ich schieß grad Gold. Obwohl, ja. Energy Condens. Das brauchen wir nicht so dringend, das haben wir durch einen Macerator. Copper, schmelzen wir ein bisschen was. Alter, ich gehe mal vielleicht ein bisschen Gummi besorgen. Gold hebe mal auf. Ich wollte das sowieso hochgehen. Gut, und weißt du, wie man einen Tree-Tab baut? Ach komm. Ja. Gut, aus 5 Holz. Dann gehen wir mal ein bisschen Gummi besorgen, ja? Ja, ich wollte sowieso hoch, weil ich jetzt langsam mal das Haus anfangen will. Oh, so, hab mein Tree-Tab. So, die Folge ist rum. Das war für diese Folge von Let's Play Together TC. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschö.